ist Hollywood Garden, auch aus den 60er Jahren, aus seiner Zeit in L.A. Neben den schönen, nackten jungen Männern und dem Thema des Wassers interessierte David Hockney an L.A. vor allem auch die Architektur, diese ganz klaren Formen und das gleißende Sonnenlicht. Das sehen wir hier beides vereint, genauso wie eigentlich der Umgang mit der Natur. Also alles ist eingefangen, alles ist sehr artifiziell. Und ich nenne das auch mal so ein bisschen das Suchbild, denn es gibt einen kleinen Fehler. David Hockney hatte die Palme in der Mitte fertig gemalt und dann hat er gemerkt, ah, mir gefällt es nicht, und hat ein Blatt entfernt, jedoch im Schatten das nicht gemacht. Dadurch haben wir im Schatten mehr Blätter als in der Realität dort oben. Und die Geschichte, wie das Bild nach Hamburg kam, nämlich, es ist nicht von der Tate, wie die meisten anderen Werke der Ausstellung, sondern von unseren lieben Nachbarn von der Hamburger Kunsthalle, ist ganz spannend, denn die Hamburger Kunsthalle war mal ein Drehort für einen Film in den 70ern, Anfang der 70er, und das hieß Der Millionenraub. Und darin ist die Hamburger Kunsthalle eine Bank. Und zum Dank haben die Produzenten dieses Films dieses Werk von David Hockney der Kunsthalle geschenkt. Und so ist es seit 1970, 71 in Hamburg und jetzt auch bei uns in der Ausstellung.